das kleine Knackerl ABC. Ist das schön! Und was ist es denn? Ich glaube, wir sollten sie so zeigen, wie sie ist. Ob das nicht zu geil ist. Kavi, Kaffee und kurzer Rock. Mahlzeit! 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 Na, wo waren wir denn, ha? Ich war bei dich. Wollen die Herren einen Kaffee? Ja. Nein. Da war's jetzt. Ich schon, der Herr Breitfuß nicht. Achso, also ein Kaffee. Richtig, Frau Knackerl. Mengenlehre. Morgen, Herr Weber! Haben Sie im Abend geschlafen? Kann ich bitte einen Kaffee haben? Ah. Ja. Schwarz mit Milch ohne Zucker? Sonst noch was? Ja, flott bitte. Ja. Aha. Wollen die Herren vielleicht einen Kaffee? Ja, bitte. Antrag abgelehnt. Wollen die Herren vielleicht einen Kaffee? Nein, Kaffee steht nicht auf unserem Ernährungsplan. Wollen die Herren vielleicht einen Kaffee? Knackerl, Tür zu. Ja? Das weiß ich. Und wissen Sie, was ich noch weiß? Nein. Dass ich jetzt von Ihnen einen Kaffee bekommen werde. Mit Milch und Zucker? Auch, aber vor allem mit Lichtgeschwindigkeit. Ich mich an den Rock. Was? Ist er schief? Wird gut. Was sagt er heim? Was soll denn das? Der Herr Edgedör hat sich beschwert. Na. Nonne natürlich. Das ist gut. Warte, es gibt ein bisschen draus. Danke. Und die Mangos und Papayas, ja? Ich weiß, die kriegst du bei uns am Markt auch. Aber du, die schauen dort ganz anders aus. Mhm. Und die frischen Kokosnüsse, die sind überhaupt nicht hart. Die werden erst im Alter hart. Mhm. Ah, Demoiselle Knackerl, ich kann es nicht mehr länger ertragen, dass Sie mich verschmähen. Ich muss mich stotten. Ah, 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 und diesen noch auch. Du, ich muss Schluss machen. Der Weber hat sich gerade erstochen. Frau Knackerl, Sie telefonieren ganz normal. Ah ja, mit wem? Mit niemandem. Sie tun nur so, als ob. Aha, weil ich hab mir gedacht... Ach doch, schau her, wir haben's denn das gemacht? Sie müssen nichts denken. Dafür gibt's einen Regisseur. Frau Knackerl. Jösses, wo kommen denn Sie auf einmal her? Na, roten Sie einmal. Ich wollte ein Minütchen nicht in meinem Zimmer. Hat vielleicht meine Frau angerufen? Nein, in der letzten halben Stunde, also in Ihrem Minütchen ist niemand angerufen. Ja, gut, danke. Und dann hat er noch gesagt, ich soll mich nicht kränken, weil es wird schon wer. Frau Knackerl, sagen Sie, Sie führen da schon wieder Privatgespräche während der Amtszeit. Ich glaube, ich habe Ihnen das aber 100-mal gesagt, oder? Ja. Du, ich muss Schluss machen, der Breitfuß ist... Was, der wer? Der Herr Ingenieur Breitfuß. Na, will ja meinen, nicht? Ich glaube, der braucht jetzt was von mir. Du musst es sehen. Was ich da jetzt, ha? Du, ich muss Schluss machen, ja? Ich rufe dich zurück. Baba. Sagen Sie mal, Herr Klaus... Können Sie nicht irgendwas unternehmen, dass man nicht pausenlos in meine Privatgespräche reinpipst?
Ja, liebe Frau Knackerl, woran soll denn das Telefonsystem bemerken, dass es sich bei Ihrer Kommunikation um ein Privatgespräch handelt? Na, im Tonfall. Die sind ja so lieb, die kleinen Katzeln, gell? Na, so süß. So richtig zum Verlieben, ja. Na, ich bin ja wirklich ein Tiernarr. Ich würde mir sofort so ein kleines Katzel nehmen, ja? Na, aber mein Mausi hat... Mein Obersenatsrat, hm? Der hat gesagt, wenn ich mir so ein Viecherl nehme, brauche ich gar nicht mehr zu ihm kommen. Hm? Na, weißt, der hat so eine Tierha... wie heißt das, wenn man niesen muss, wenn man Tier riecht? Allergie, genau. Mhm. Ja, na du, der kriegt Krätzen, dem fallen die Haare aus, die Zehennägel rollen sich ein. Na, wenn er sagt... Ja. Na, aber du wirst sie schon loskriegen, die kleinen Katzenbabys, gell? Na, so lieb, ja. Du, im schlimmsten Fall kannst du das immer noch im Küberl ertränken. Ja, Zeh? Oh, puh, Zeh wie, Zecken! Hohohoho! Sagen Sie mal, wo ist denn der Breitfuß heute? Der kommt halt nicht, der ist von einem Zecken gebissen worden. Was es schon für kranke Zecken gibt. Ja, und jetzt ist er impfen. Der Zeh? Was? Nein? Also, der Herr Schnör. Ja, weil er Angst hat, dass er eine Gehirnfellentzündung bekommt. Was heißt bekommt? Sagen Sie mal, sind Sie Zecken geimpft? Ich? Na sicher. Das ist ja das mit dem Würfelzucker, ne? Da habe ich gleich 3 genommen. Nur zur Sicherheit. Na, Schluckimpfung! Ach so, apropos, wollen Sie einen Schluck? Nein, danke. Ja, da können wir in Zukunft dann weiter gemeinsam arbeiten. Was soll ich sagen? Amtshaus Hinterhofstraße, immer 2412, Dekorationsreferat Knackerl. Topsi, sind Sie von allen guten Geistern verlassen, Herrst? Nein, ist sie ganz offensichtlich nicht. Kabi, Knackerl, das ist einfach. Grüß Gott. Was wollt ihr? Ich suche die Dame, die letztes Mal so nett war zu mir. Wo findest denn die Frau Knackerl? Knackerl. Egal. Knackerl. Da im Sekretariat. Dankerl, danke schön. Frau Knackerl. Gott. Für Sie. Ein Kaktus. Oh, danke. Stellen Sie bitte draußen ins Büro. Ins Büro, gern. Danke. Gesundheit, Frau Knackerl. Danke. Sieh, wo kommen wir denn da hin, wenn er eher die Rolle auf einmal ausfährt? Und was soll das, ein Breitfuß-Special? Nein, das wird angefangen. Schauen Sie, meine Rolle ist ja auch nicht besonders groß. Aber wenn Sie wollen, Sie können doch einmal einem von meinen Telefonaten mitspielen. Hä? Ja, gern. Wo wäre denn das? Na, am anderen Ende der Leitung. Schauspieler. Hallo? Herr Süli? Hallo? Hallo, Süße. Herr Weber? Glauben Sie, ich bin so blöd, wie ich ausschaue? Moment. Ist da vielleicht ein Papagei drunter? Ha? Na, schauen wir mal. Jesus. Geht das schon? Manchmal ist es wirklich hart, ein Weihnachtsmann zu sein. Ah, wie, boah, schon wieder. Auto und, Außendienst. Frau Knackerl, kommen Sie mal. Hm? Das ist mein neuer Honda SSM. Aha, was heißt das? Jo, Super Sadomaso oder so. Also, ich kann nicht Japanisch. Was sonst? Ich erkenne mich da nicht so aus. Ich will ja keine technische Auskunft von Ihnen. Was empfinden Sie, wenn Sie ihn sehen? Was spüren Sie? Er ist schon ein bisschen Schlampenschlepper. Frau Knackerl. Sehr gut, Frau Knackerl. Schauen Sie. Und was empfinden Sie, wenn Sie das sehen? Ist das mir? Da ist der Lieb. Aber er fährt nicht.
Herrn Wies. Mhm. Ja, natürlich gibt es eine Vertretung für Herrn Löwy. Nein, da kann ich Sie nicht verbinden. Der Herr Löwy ist auf einem Seminar. Ja. Creep into my underwear. Reggae Music. L wie Liebe und langweilig. Oje, ich bin wohl zu früh. Macht nichts, das bin ich hier schon gewohnt. Ich hab nämlich schon einen ganz schönen Appetit. Mein Hase. Ah, Herr Klaus. Sie sind noch gar nicht bei Tisch? Nein, der arme Herr Klaus hat's mit dem Magen rasiert. Hase vom Plackerl. Nicht der Magen macht mir Kummer. Das Herz ist Quelle großen Schmerzes. Ach so, das ist das Wetter. Das vergeht. Hey, Frau Plackerl, weißt du? Was ist? Mir ist es nicht recht, dass wir da jetzt im Amtshof per Liebling verkehren, aber mein, wenn Sie wollen, also, wir können uns schon mal auf was Familiäres treffen. Mal, nicht? Familiensauna zum Beispiel, oder? Ho, ho, ho. Was soll in meinem Leben schon passieren? War der Amtsbetrieb halt, ne? Die blöden Sprüche von Breti und von Vivi kenne ich schon. Und die Tricks von Klausi haben auch schon an Bord. Ich wollte Ihnen lediglich eine kleine Freude bereiten. Ja, das ist sehr lieb, Herr Klaus, aber haben Sie nichts zum Abstauben? Manchmal wünschte ich, ich wäre jemand anders. Entschuldigung, hat einer der beiden Herren irgendwas für mich zu tun? Irgendwas? Wurscht was? Dann nur eine Frage. Was war das? Ein gespielter Blondinenwitz. Jeder soll so bleiben, wie er ist, auch wenn es manchmal schwer zu machen ist.